Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chaco im ETS 2 und ja, kommt zum zweiten Teil meiner Tour von Poltewin, Rechwitza, ja, mit den Aussprechen, das ist, ja, geändert hat sich nichts weiter. Wir haben natürlich hier noch unseren Gabelstapler. Ende. Und ja, dann ist der Auftrag auch erledigt. Und, ja. Dann wird es auf alle Fälle top werden. Das passt. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen schönen Tag. Taglicht, das sieht was, dann passt auch. Fälle, ne? Schauen wir mal, wie die Tour zu Ende geht. Ich hoffe, ohne Blessuren, ohne alles. Und ja. Hier sind bis noch so 440 Kilometer. Gut. Das ziehen wir jetzt. Und dann ist der Auftrag erledigt. Die ganze Tour ist 700 Kilometer lang, das ist schon ein bisschen gewesen. Ja. Ja, jetzt müssen wir. Genau. Auch fatal, sag ich mal. Ja, ein paar bisschen was freifahren müssen wir schon. Das muss. Wo sind wir denn? Langsam fahren. Wollte halt auch ein bisschen langsam machen, ne? Geben. Ja, so viel ist und fahren müssen. Gefahren werden. Demnächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Aufpassen, auch beim Abbiegen müssen wir auf alle. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, was war das? Das sieht schon gut aus hier. Ja, auch mit die
Bilder und alles. Alter Flur allein zu Hause. Theoretisch ja auch bald die Grenze kommen. Ist schon ein schönes Fahren. Das ist schon irgendwie. Viel ist ja hier nicht. Die Strecke sind wir ja schon sonst auf der Hintour. Immer. Aber wie gesagt, das bisschen hier hin, herfahren. Man muss schon ein bisschen aufpassen beim Fahren. Wie gesagt, ich hoffe, ihr euch gefällt, genießt es. Muss ja auch irgendwie werden. Wir müssen ja weiterkommen mit der Firma. So, sind wir jetzt auch fast wieder Bus. Gas geben. Weiter Flur allein. Aber auch das muss man genießen. Also zu sein. Ja. Nicht so weit. Auch erwischt. Demnächst rechts abbiegen.
nochmal Tour machen, runter zu, das wird dann auch. Biege nach rechts ab. Ja, weil dann hätten wir nämlich alles freigefahren, an Städte natürlich. Dann könnte man hier ist schon wieder ein bisschen mehr Verkehr hier. Jetzt natürlich hier gleich zur Grenze. Ja, und dann müssen wir halt noch mal zurückfahren. Das ist nicht heftig, müssen wir da sehen, wie lang das ist. Geht. Ist und fahren müssen wir natürlich auch mit rein, beziehungsweise um uns zu Fahrer wieder einzustellen. Aber das wird noch ein bisschen da. Jetzt ist halt noch nicht alles so groß, alles so kleines Zeug halt. Und kleine Touren jetzt. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch und so und einmal zu Band. Drei Stunden, das geht. So, und schon sind wir an der Grenze. Gehen lassen. Ja, aber ich denke, das wird dann. Alles in Ordnung. Schön.
hoffe ja auch, dass die Musik und das Spiel sind. Keine Probleme gibt, dass alles passt. Ich kann das ja gerne in die Kommentare schreiben. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ach Mann. Das ist ja jetzt mal ein Mist. Falsche. Das Pedal erwischt. Ärgerlich. Nimm diese Ausfahrt. Sehen, dass wir jetzt hier irgendwo eine Garage finden. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kann man nichts machen. Selber schuld, sag ich mal. Selber schuld. Einmal die Pedale verwechselt und ja. Dann ist es passiert. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, was will man machen? Kann man sagen, dass die Fahrt auch... Demnächst links abbiegen. Operieren müssen wir es schon. Biege nach links ab. Einer Umweg. Auf dem Hänger bleiben nochmal. Hey. Werkstatt ist wieder Mama. Neue Route finden. Immer geradeaus. Bitte machen Sie eine Kehrtwende.
Ja, wenn ich dazu komme, ich muss jetzt erst mal in die Werkstatt. Neu berechnen. Ach ja. Werkstatt lässt wieder mal grüßen. So, da haben wir eine repariert. Hoffe ich mal, dass die letzten 180 Kilometer nichts mehr passiert. Ankommen. Aber wie es halt so ist, ne? 20 Minuten rum. Aber immer geradeaus. Also. Biege nach rechts ab. Schade, wenn man sich das Zeug alles selber kauft. Oh, was will man machen? Anfang läuft alles top, tippo. Ja, wieder. Nur abgezogen. Die Tour ist bescheiden verlaufen. Aber es sieht trotzdem immer wieder herrlich aus. Ja. Herrlich.
Flachland ohne Bäume, nur Büsche. Das hat auch was, finde ich. Echt super, Junge. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Fällt mir echt. Fällt mir richtig gut. Herrlich aussehen. Wieder ein Zug. Warum habe ich da jetzt so einen Schaden gekriegt wieder? Alter, das was will man machen? Ja, die Tour kann ich hier voll vergessen vom Preis her, aber naja. Mal sehen, wie dann die nächste. Aber zum Glück gibt es da hier ein kleines Video. Dankeschön, sag ich mal. Das auch. Kommt es auch nicht mehr drauf an, ob wir ein bisschen länger unterwegs sind oder nicht. Ich bin es auf alle Fälle durch, so weit ist es ja gar nicht. Jo, somit ist das Video vorbei. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch ein bisschen ausgehalten, nichts groß weiter gesagt jetzt. Ja, und haben wir ja nicht mehr zu fahren. Mal, oder? Ja, also das ist Welt.
Aber da müssen wir halt auch hin, ne? Das ist wieder eine Werkstatt suchen. Schon interessant hier. Die 48 Kilometer, die ziehen wir jetzt noch durch. Aber ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Fahren und Tasten. Das ist schon irgendwie, ne? Fels und so. Jung. Jedenfalls ist es perfekt. An und ja, mach langsam, mein Freund. Umkippst. Ja, aber wie gesagt, Werkstatt ist wie. Hey. Mal halt hier Haufen. Muss, ne? Alles bauen selber schuld. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. So, dann haben wir es ja. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schöne Fahrt. Denke ich mal. Alles passt doch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, trotz der ganzen Unfälle und alles. Und ja, über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Gimachako. Ciao, ciao.